schlecht begrüßen kann zu dieser Veranstaltung, die eigentlich letzte in unserer Reihe zum Stadtjubiläum, so war es jedenfalls mal geplant, aber wie so vieles beim Stadtjubiläum ist verschoben worden. In dem Fall ist es jetzt gar nicht so, dass es deswegen unaktueller geworden ist. Der aktuelle Koalitionsvertrag bzw. die Verhandlungen, die derzeit laufen, laufen darauf raus, dass Drohnen entsprechend jetzt doch beschafft werden sollen für die Bundeswehr. Bin ich mal gespannt, ob der Jürgen nachher was dazu sagen kann, inwiefern das auch Freiburg und Litauen betrifft. Aber auf jeden Fall betrifft es im Prinzip die Situation, dass entgegen dem, was wir vor 2 Monaten bei der Veranstaltung des Freiburger Friedensforums in der EWW, wo alle noch aufgetreten sind, die Grünen, die Sozialdemokraten, die FDP mit am Tisch und gesagt haben, dass sie darauf setzen, Abrüstung und Friedenssicherung und so wie man jetzt die aktuelle Entwicklung bewerten muss, läuft es eher raus auf Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Jedenfalls lese ich das so aus. Aber wir werden sehen, was unsere beiden Referenten dazu zu sagen haben. Einmal herzlich willkommen dem Jürgen, dass er heute Abend kann. Also ich glaube, das ist der 4. oder 5. Termin, den wir jetzt gemacht haben. Und der Rüdiger, der sich mit der Stadtgeschichte zu dem Thema beschäftigt. Also wir haben auf jeden Fall einen spannenden Abend. Worum wir euch bitten, ist tatsächlich den Mund-Nasenschutz zu tragen. Also im Moment ist tatsächlich so, dass die Nachrichten sich überschlagen mit der Frage, wer jetzt alles Covid hat und betroffen ist. Ich selber war heute Morgen bei einer Impfung. Auch da hat die Kollegin, die das gemacht hat, gesagt, diese Woche kommen ein Haufen Leute in die Praxis, die sich glauben, sie haben irgendeine Grippe und dann aber positiv getestet werden und das trotz zweifacher Impfung. Also trotz zweifacher Impfung ist man derzeit nicht sicher, deswegen bitten wir euch einfach Mund-Nasen-Schutz den ganzen Abend zu tragen. Ich denke, das ist schon gut, außer denen, die hier vorne reden, weil wenn man das machen muss mit Mund-Nasen-Schutz, ist es ganz schwierig. So, die Moderation übernimmt unsere Kollegin Gabi Janssen-Mau. Sie war lange Zeit Betriebsrätin, Personalrätin an der Uniklinik Freiburg und ist schon unsere bewährte Moderatorin. Wir machen so, dass wir natürlich nachher Raum und Zeit schaffen, auch noch für Nachfragen und Diskussionen. Aber das machen wir nachher. Zunächst mal ist vorgesehen, dass wir beide Vorträge nacheinander machen und danach dann die Diskussion. Ja, genau. Es gibt auch, aber das könnt ihr selber am besten sagen, weil die. Also wir filmen, das macht der Stefan Mörle vom Rüstungsinformationsbüro, die beiden Vorträge, stellen das dann auf die Homepage des Rüstungsinformationsbüros, damit man die Vorträge nochmal anschauen kann. Wir filmen nicht die Diskussion. Wenn jetzt jemand auch von hinten als Publikum nicht auf dem Bild sein will, dann setzt euch bitte auf diese Seite, weil Stefan filmt sozusagen. Aber wie gesagt, die Diskussion ist nachher sowieso nicht geführt. Wunderbar. Dann sage ich noch kurz zum Ablauf was. Geplant hatten wir bis 21 Uhr, circa. Und wir wollten mit dem Vortrag von Rüdiger beginnen. Jetzt weiß ich nicht, stellst du dich als Historiker noch kurz mit deiner Vita vor? Das wäre vielleicht für manche interessant. Warum wir dich auch eingeladen haben. Den Jürgen kennen einige, trotzdem fände ich gut, wenn du dich auch vielleicht noch kurz als Friedensexperte und ja, Rüstungsgegner vorstellst kurz. Das wollte ich jetzt nicht so übernehmen. So, und dann haben wir gedacht, wenn der Rüdiger mit seinem Vortrag jetzt beginnt, also Stadtgeschichte bis heute, also dann die Historie, dass dann die Möglichkeit besteht, Sachfragen nochmal zu Verständnisfragen kurz an ihn zu richten, wenn da wirklich was unklar ist, aber nicht in die Diskussion einsteigt und dass der Jürgen dann seinen Part macht und dass wir dann sagen, so dann in die Diskussion. Und die moderiere ich dann, so gut es geht. Also, dass nicht
Co-Referate gehalten werden und so weiter. Aber ich denke, das kriegen wir alles super hin. Und wenn wir zügig durchkommen, dann hat die Claudia Meissner für Interessierte einen Tisch reserviert in der Pizzeria Piazza, der Rathausstraße, Richtung Ottengring, Rathausgasse. So, genau. Also nur zur Info. Jürgen, du hast das Wort. Jürgen ist er. Entschuldigung. Das ist heute Abend schon die ganze Zeit unser Running Game. Ah ja, gut. Ja, so kriegt man Aufmerksamkeit. Musste irgendwann also Rüdiger heißt ich, Rüdiger Winkle. Ich bin unter anderem Geschichtslehrer. Geschichtslehrer bin ich deswegen geworden, weil mein Geschichtsunterricht in der Schule so grandios schlecht war. Der hat nämlich immer von den hohen Herren und ja, der redet von den hohen Herren, erzählt, aber nicht von den Menschen wie du und ich, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Geschichte zu unterrichten, und mache das unter anderem auch in der Form von Stadtrundgängen, von kritischen Stadtrundgängen hier in Freiburg, weil ich besonders die Freiburger Geschichte recht interessant finde. Ich mache das kurz, weil wir haben 900 Jahre Freiburg zu bewältigen. Keine Angst, es wird nicht zu lange werden. Ich habe mich wirklich auf so ein paar Punkte konzentriert, möchte mich auf so ein paar Punkte konzentrieren, was Rüstungs- und Kriegsvorbereitungsgeschichte in Freiburg betrifft. Und da geht es gleich los mit dem viel gefeierten Konrad von Zähringen. 1120 verleiht er der Stadt Freiburg das Stadtrecht oder das Marktrecht, und er garantiert der Freiburger Bevölkerung, dass sie in Frieden leben dürfen. Aber, wie man das von hohen Herren so kennt, das gilt nur für innen, nicht für außen. Kurz nach der Gründung, nach der Verleihung vom Marktrecht an die Stadt Freiburg, zieht der Herr Konrad von Zähringen los und vernichtet die Stadt Schaffhausen, brennt alles nieder, nimmt Geiseln und verlangt hinterher noch Lösegeld für die Gefangenen. Das würde ich als ein Kriegsverbrechen bezeichnen, auch wenn viele Historikerinnen und Historiker jetzt sagen würden, naja, das war damals ganz gang und gäbe und war so üblich. Üblich war auch das, was dieser Herr hier gemacht hat. Der ist an der Nordseite von unserem Münster in Stein gehauen. Und der hat 1146 in der Vorgängerkirche vom Münster eine Hasspredigt gehalten, würde man heute sagen. Der Hassprediger heißt Bernhard von Clairvaux, gilt heute als geachteter Kirchenmann. Und der hat in Freiburg 1146 zum zweiten Kreuzzug aufgerufen. Der Kreuzzug ist eine Pleite gewesen, aber das mindert nicht die Gefahr von diesem Mann. Wir bleiben bei der Kirche Berthold Schwarz, den haben wir sogar auf den Rathausplatz in Stein gestellt als Denkmal. Und Berthold Schwarz ist nichts anderes als eigentlich eine Art früher Rüstungsforscher. Der hat sich nämlich mit dem Schwarzpulver befasst und angeblich auch einen Mörser erfunden, ein Geschütz gefunden, was Steinkugeln 2 Kilometer weit schießen konnte. Und das war die Begründung einer florierenden Rüstungsindustrie am Oberrhein. Das hat so in dem 15. Jahrhundert dann begonnen, diese Rüstungsindustrie. Dann ist allgemein bekannt die Vauban'sche Befestigung der Stadt. Freiburg wird zur Frontierstadt, wird zum Zankapfel zwischen Österreich und Frankreich. Und die Kriegsgeschichte in Freiburg ist ja sehr lange. Das hat bedeutet, dass die Stadt Freiburg über Jahrhunderte, muss man sagen, ein Kriegsschauplatz war, wo das immer hin und her zwischen den beiden Mächten ging. Unser badischer Großherzog hat badische Truppen an Napoleon verliehen, damit er seine Feldzüge da durchführen konnte. Das hier ist am Freiburger Münster und ist so wahrscheinlich das älteste Graffito in der Stadt. Das ist von einem napoleonischen Soldat, der sich da verewigt hat. Vielleicht werden die aktuellen Graffiti auch mal so eine Bedeutung bekommen. Dann nicht weit von uns entfernt die Karlskaserne,
entsteht im 18. Jahrhundert. Freiburg wird eine Garnisonsstadt, wird eine Militärstadt. Und die meisten werden das wieder erkennen. Da haben unsere Stadtväter und Mütter mit historischem Feingefühl und mit sehr viel Geld diese kriegsverherrlichende Figur wieder neu aufstellen lassen. Das Gebäude hier ist im Moment auch wieder in der Diskussion, ist jetzt die Heimat von Sozial- und Jugendamt und war damals Teil dieser Kaserne, die unter anderem auch in der Novemberrevolution eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir machen einen Sprung in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im Friedrichsbau werden heute glücklicherweise nicht mehr solche Filme gezeigt. Die haben der Kriegsvorbereitung gedient, der Freiburger Bevölkerung. Das hier ist das Schwabentor und da hat man einen Nagelbaum angebracht. Der Nagelbaum war so eine patriotische Pflichterfüllung. Man konnte dort bronzene, silberne und goldene Nägel erstehen. Man hat gespendet für den Krieg und durfte sich dann mit seinem Nagel in diesem armen, geschundeten Baum da verewigen. Der Baum hat dann irgendwie ein unrühmliches Ende auf einem Museumsdachboden gefunden. Jetzt sind wir im Jahre 1914. Der Erste Weltkrieg beginnt und sofort beginnt in Freiburg eine Art umgekehrter Rüstungskonversion. Also Betriebe, die vorher zivile Produkte hergestellt haben, Produkte, die die Menschen brauchen, haben nun unnützes Kriegsgerät hergestellt und dazu gehört unter anderem die Firma Lederle. Die haben eigentlich Pumpen hergestellt, nach denen ist ja der Lederle-Platz in Stühlinger benannt. Und die haben jetzt Granaten und Minenkomponenten hergestellt. Die haben also sehr schnell reagiert. Hier die Firma Greta, die ganzen metallverarbeitenden Betriebe haben umgestellt auf Rüstungsproduktion. Hier haben wir einen Herrn, der besonders flexibel sich gezeigt hat. Das ist der Adolf Dietler. Der hieß schon so, als der Name, der Vorname noch nicht so aktuell war. Und der hat eine Hofmöbelfabrik betrieben in der Dietler Passage, die wir heute noch in der Innenstadt kennen. Da werden viele fragen, Hofmöbelfabrik, was macht der mit dem, was hat er mit dem Krieg zu tun? Der hat Munitionskisten hergestellt als erstes und hat sich eine Anlage gekauft, um Granaten zu befüllen und hat also praktisch hier in der Innenstadt in Freiburg in seiner Fabrik Granaten hergestellt. Das ist die Schlageter-Kaserne. Meisten nicht mehr unter den Namen bekannt, im heutigen eher friedlichen Stadtteil Bourbon. Die wurde 1937 errichtet, jetzt haben wir schon die zweite Militarisierung sozusagen von der Stadt. Es kommen wieder Militärs in die Stadt. Die Schlageter Kaserne war 1937, galt die als besonders moderne Kaserne, weil die bereits ein Pferdelazarett hatte und natürlich, was auch wichtig ist, einen Arrestbunker für renitente Soldaten. Benannt ist sie übrigens nach einem Freikorpskämpfer und Nazi-Helden, dem Albert Leo Schlageter. Später wurde sie ja dann von den Franzosen übernommen. Wir kommen jetzt in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und das hier unten ist der beschauliche Stadtteil Wiehre. Die Schweighofstraße kennen vielleicht einige, sind so ein paar schöne Villen. Dort in einem dieser Villen hat sich das Rüstungskommando Süd in Freiburg befunden. Rüstungskommandos hatten den Auftrag, so eine Art Scharnier zwischen Regierung, also zwischen Staat und Wirtschaft zu funktionieren. Die haben den Betrieben mitgeteilt, was gebraucht wird. Einer Betrieb, den wir hier sehen, der berühmte Stern, hat sich da besonders schnell beeilt, dabei zu sein. Es gab auch eine Niederlassung in Freiburg. Aber viel interessanter an diesem Rüstungskommando Süd in Freiburg ist, dass dieses Rüstungskommando in Kandern eine Fabrikhalle angemietet hat. Diese Fabrikhalle verfügt über eine Laufkatze, das ist so ein an einer Schiene geführtes Gerät, also man konnte da sehr schwere Geräte, sehr schwere Gegenstände durch diese Fabrikhalle fahren. Und das war interessant für die Atombombenträume der Nazis. Die wollten nämlich dort in Kandern Uran anreichern. Im Auftrag
des Rüstungskommandos aus Freiburg. Das Ganze hat nicht mehr geklappt, zum Glück, weil die Westfront dann zusammengebrochen ist und man sich schnell wieder auf andere Dinge besonnen hat. Gut. Das hier ist die Firma Brenzinger, die kennen wahrscheinlich einige aus Freiburg, gibt es auch heute noch, Dillig Brenzinger, Freiburger Betrieb. Die haben sich besonders im Bunkerbau betätigt. Die Firma Brenzinger hat auch für die SS unter anderem Aufträge angenommen. Und das muss, glaube ich, bei dem Herrn Brenzinger, bei dem Herrn Heinrich Brenzinger, auch eine gewisse Nähe zum Regime gegeben haben, weil er über die Zwangsarbeiter, die in seiner Fabrik arbeiten mussten, Folgendes geschrieben hat. Seit Montag ist ein Trupp Griechen zugeteilt, eine furchtbare Zigeunerbande, die es aufs Stehlen, Betrügen und Schwindeln abgesehen hat. Die ersten Tage hat diese Bande nur das Arbeitsamt, das Wirtschaftsamt, die DAF, die NSV und wie die Stelle alle heißen, bis zum Vertrauensarzt bewegt, bis wir mit Gendarmerie und Gestapo, besonders aber durch eigene schärfste Maßnahmen, dazwischen gefahren sind und allen Drückebergern, die nicht arbeiten wollten, das Essen entzogen haben. Erst das wirkte. Nach Heinrich Brenzinger, nach dem Verfasser dieser Zeilen, ist in Kirchzarten eine Straße benannt und der Enkel von diesem Herrn ist eines der Gründungsmitglieder der Freiburger AfD. Ja. Das hier ist in der Kartäuserstraße. Kartäuserstraße war mal ein Industriegebiet, in der Oberau waren Fabriken gestanden und das ist die Firma Rheintacho. Da ist heute, glaube ich, eine Jugendherberge untergebracht oder so ein Backpacker-Hotel. Und die Firma Rheintacho, die hat diese Wirbelstrom-Tachometer für die Nazi-Luftwaffe hergestellt. In Freiburg wurden nicht die großen Kanonenrohr gedreht. Hier gibt es kein Thyssen, kein Krupp, aber hier wurde Intelligenz hergestellt für die Waffen. Das ist die Firma Hellige in der Kaiserstraße, damals Adolf-Hitler-Straße 10. Die haben solche Geräte hier hergestellt, die auch für die Nazi-Luftwaffe wichtig waren. Die haben Gleichstrom und Wechselstrom, konnten die irgendwie miteinander kombinieren. Und diese Firma hat diese Zielfernrohre hergestellt für die Firma Mauser in Oberndorf und über die kann euch der Jürgen Gressli noch ganz viel erzählen. Die heißen nämlich heute Heckler & Koch. Das ist im Stühlinger die Firma Theodor Kromer. Die haben ursprünglich Geldschränke hergestellt und Tresore und so etwas. Die haben dann in den 40er Jahren die sogenannten Do-Werfer, das war so ein Pendant zu der Stalin-Orgel auf der anderen Seite der Front, das haben die produziert. Die wird damit beworben, dass die auf engstem Raum große Splitterwirkung erzeugt haben und dass die Lungenbläschen der Opfer zum Platzen gebracht wurden durch diese Waffe. Die Firma Kromer in der Vedderstraße im Stühlinger wurde damals durch Bomben zerstört. Das taucht in der Firmengeschichte von der Firma Kromer auch auf. Aber was in der Zeit zwischen 1929 und 1944 dort passiert ist, das verschweigt uns die Firmenchronik. Das ist in der Viere, in der Brombergstraße, die Firma Wilhelm C. Die haben ursprünglich Elektrogeräte, Rundfunkgeräte hergestellt. Hochinteressant finde ich, wie weit hergeholt manchmal da die Bezüge zur Rüstung sind. Das ist auch ein Gerät, was Wechsel- und Gleichspannung herrichten soll, also ein Gleichrichter ist das genannt. Das wurde bei der Luftwaffe, bei der Nazi-Luftwaffe eingesetzt, dieses Gerät. Jetzt kommen wir wieder zu einer hochinteressanten Geschichte. Dieses Kittenheuer-Institut für Solarphysik, die haben sowohl in der Schöneckstraße in Freiburg diese Villa gehabt. Übrigens eine Villa, die man jüdischen Besitzern entrissen hat. Da gibt es einen Stolperstein für diese Menschen, die beide nach Gürs deportiert worden sind. Und es gibt heute noch auf dem Schauinsland dieses Sonnenobservatorium.
soweit ich weiß, heute friedliche Menschen, die dort versammelt sind. Damals haben die Nazis die Hoffnung gehabt, dieses Kiepenheuer-Institut in der Kommandosache Sonnengott könnte etwas über die Sonnenstrahlung herausfinden, was für den militärischen Weitfunk wichtig gewesen wäre. Die sind mit ordentlich Geld versorgt worden, aber inwieweit sie erfolgreich waren, sei mal dahingestellt. Gut, jetzt machen wir einen Sprung in die Zeit nach 1945, und zwar deshalb, weil auf dem Freiburger Münsterplatz im September 1948 8000 Arbeiterinnen und Arbeiter für ein neues Betriebsrätegesetz auf die Straße gehen. Das ist die Ausgabe vom Badischen Gewerkschaftsbund. Dieser Badische Gewerkschaftsbund hat gefordert, dass die Betriebsräte in Zukunft ein Recht haben soll, zu verhindern, dass eine Firma Rüstung produziert. Man hat also aus der NS-Zeit gelernt und wollte praktisch, dass die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, Rüstung zu blockieren, zu sagen, wir stellen das nicht her. Leider nicht durchgekommen. Dann haben wir da in den 60er Jahren den Schlossbergbunker, der für 5000 Menschen, wir befinden uns jetzt in der Zeit des Kalten Kriegs, hergestellt wurde. Da kann man sich auch überlegen, welche 5000 von den 150.000, die es damals waren, hätte da Betretungsrecht gehabt. Interessant auch, dass festgestellt wurde, dass dieser Schlossbergbunker zwar vor einem Atomkrieg möglicherweise Schutz geboten hätte, aber ein Fallout von Fessenheim, ein GAU in Fessenheim, dem hätte der Schlossbergbunker anscheinend nicht standgehalten. Gut, über die Fraunhofer-Institute wird der Jürgen, glaube ich, nachher noch was erzählen. Wir kommen jetzt langsam in die heutige Zeit, und ich hoffe, dass das einmal Wirklichkeit wird, dass von Freiburg kein Krieg mehr ausgeht und dass der Waffenhandel in unserer Stadt gestoppt wird und dass wir dem Image, das wir offensichtlich haben in der Welt, auch einmal gerecht werden, eine friedliche Stadt zu sein.